Hast du die Flasche aufheben? Ja, dann kannst du hier das nochmal abspielen lassen. Mach ich ja. Lass doch mal. Ist ruhig. Was für ein geiles Intro. Das hier ist Couch Co-op. PlayStation 3 Dragon's Crown. Was haben wir denn hier für ein geiles Schmuckstück gefunden bei unserem lokalen Videospiel-Dealer? Jay hier. Und ich bin der Matze. Und Matze, du kennst das Spiel auch noch nicht, ne? Nee, das sieht aber auf jeden Fall aus wie zum Beispiel Battletoads oder Street of Rage. Irgendwas Cooles mit Frauen mit großen Augen. Die besonderen Vorzüge, ja. Richtig. Und ja, lass uns doch mal reinschnuppern einfach hier in dieses lustige Spiel. Das ist etwas merkwürdig, wenn man die erste Person, die Amazonin, mal so genauer betrachtet. Die hat es mir aber echt angetan, muss ich sagen. Ich drücke mal den X-Knopf, wie die von uns verlangen. Was können wir hier machen? Ein neues Spiel starten. Gehen wir erstmal unter Option. Was können wir da machen? Option. Ähneln nicht viele, also für die, die es interessiert, wir können hier Mono und Stereo auswählen. Und wir können hier die Screen Size, aber die wollen ja, wir. Ja, ist ein bisschen. Hier wollen wir ganz klein machen. Nein, das ist Quatsch. So. Wir ja, gut, viel, dann gibt es nichts. Viel geändert haben wir. Und wir starten das neue Game. Wir haben keine Data, das ist unser allererster Versuch hier. Und wir müssen hier einen Player selecten. Natürlich. Das werde ich tun. Du musst den Start-Button drücken. Aber ich fange. So, muss ich warten auf dich? Ich muss auf dich warten wahrscheinlich, ne? So. Ach, du musst waiten. Okay, alles klar. Er ist waiting. So. Jetzt haben wir hier die Tafelrunde quasi. Und es gibt manche, die haben besondere Vorzüge hier. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die nehmen möchte. Ach, guck mal, hier für Expertenspieler. Das bin ich nicht. Okay. Für alle Spieler ist der Fighter. Die Amazone ist für normale Spieler, eine taffe Frauenkriegerin mit der verdammten mächtigen Axt. Aha, her damage and speed increases the more. Ja, guck mal, je mehr er sie angreift, das ist cool. Und sie ist scharf. Ach, das hast du sogar da gelesen. Ich dachte, ja, das war jetzt. Das weiß ich. Das weiß ich. Hier, die Meisterbogenschützin. Die ist sehr swiftly. Mir fällt das Wort auf einmal nicht ein. Swiftly. Die kann sehr swiftly sich bewegen. Und sie ist völlig abgerundet. Sehr gut abgerundet. Das ist also weiblich wahrscheinlich. Oh, yeah. Hier Zwerg. Wer unser Multiplayer Herr Dringe gesehen hat, weiß, ich bin der Überzwerg. Was macht er hier? Sein harter Körper und seine hammerharten Schläge. Ich lies einfach mal. In das Herz und Körper der Gegner. Guck mal, er kann sogar Gegner werfen. Wie geil ist das denn? Let's go. Ja, so wie die Hähnchenkeule hier. Was ist er hier? Auch ein Expertencharakter. Ein Magier. Männlicher Magier. Ja. Ja, der kann ganz viele offensive Zaubersprüche. Nicht sehr beeindruckend, die Aktion. Und was kostet sie hier?
Magische Kräfte. Mhm, mhm. Support, good support. Okay, nee, supporten werde ich nicht. It's time. Gotta finish my drink. Also im Prinzip, der schmeißt Leute hin und her. Aber die Amazone, die geht tierisch ab scheinbar. Und der Kämpfer ist für alle, ne? Hier oben. Da komme ich gerade. Ach, da bin ich gerade. Da bin ich gerade. Achso, ja. Was hat er hier? Quick attacks using a sword. Nee, Schild und Schwert ist auch nicht meins. Das geht gar nicht hier. Ich bin der Zwerg. Dewey. Dewey hat auch einen geilen Bart. Aber Dewey bleibt er nicht. So. Wir confirmen das. Was kann ich hier? Die Farbe aussuchen? Ah, okay. Ah, hier. Oh. Ja? Ich dachte nur, ein Halstuch ändert sich vielleicht. Der ändert sich komplett. Das war ja Standard, ne? Crimson Red. Crimson Red ist cool. Englisch, was haben wir noch? Tinkata, Japanisch. Nochmal X vielleicht. Können wir es testen? Ah, die Sample da oben, genau. Das ist verstanden, ne? Ja, oder? Einfach für Leute, die jetzt nicht japanisch mächtig sind, aber Englisch, machen wir das so, ne? Was kann er hier machen? Ach so. Ich glaube, lassen wir, oder? Ja. Okay, Dying Message, falls wir sterben. Falls wir sterben. Oh shit. Genau, machen wir so. Also, wo sind die Umlaute? Da, habe ich sie gefunden schon? So, da. So. Hier at. Das ist, ich will Start drücken. So. Ich bin fertig. Stelle ich jetzt einen für dich noch, oder? Nee, du musst auswählen. Ich muss meinen aussuchen. Ja. One more drink. Ah, du weißt Bescheid. Alles klar. Let's do this. Alright. So. Ich lehne mich zurück. Lassen die Matze mal ein bisschen austoben mit den Frauen hier. Das war die axtschwingende Amazone. Ja, Damage and Speed Increase and More. Also sie dreht dich durch, das ist ja dein Motto. Einfach mal die Sau rauslassen auf dem Schlachtfeld. Soll ich sie nehmen? Eigentlich bist du ja der Experte von uns, ne? Also könntest du auch hier die Sorceress spielen. Hexe. Sie supportet, ne? Magic Defense, okay. Defense und, ja. Achso. Ich bin aber auch eher der Angreifer. Du bist der Angreifer eigentlich, ne? Also nur noch, weiß nicht, die Amazone oder hier so ein Bogenschütze? Aber eigentlich auch schlecht, wenn wir beide Angreifer sind. Das stimmt. Du warst doch sonst immer der Waldläufer, sonst vielleicht den Archer oder die Bogenschützen. Let's go. Einfach ein Allround-Charakter, auch für Experten. Die Elfin. Na komm. Ich nehme die Elf. Ich meine, wir können es ja wieder probieren. Wie man schon sieht, es sind 2D-Models, es ist ein 2D-Side-Scrolling-Combat gelöst. Im RPG-Style mit riesigen Monstern. Ich meine, ich habe einfach mal zugegriffen. Das Tee ist auch wunderschön. Das Tee ist super. Das Tee ist super. Und es sollen riesige Monster auf uns warten, große Schätze und das Spiel sollte ich wohl nicht so ernst nehmen, laut Erklärung. Martina. Matt oder Matt Ina, genau, sind wir so. Martina. So. Wie soll sie aussehen? Rocky Brown. Rocky Brown, genau. Snow Aqua. Nee, das. Der Standard. Sunny Forest war Standard. Standard Forest, ja, okay. Standard Forest, ja. Ich nehme aber die Snow Aqua. Okay, wie klingt sie auf Englisch? Get ready! Okay. Okay. Das verstehe ich. Was soll sie sagen? Was ich immer sage, wenn wir sterben. Willkommen bei O durchgestrichen. Richtig war das gerade. Perfekt. Manchmal wünscht man sich wirklich eine Tastatur. Aber wunderbar, es passt gerade so hin. Wunderbar. Ja, ich bin noch wegen PS4 gewohnt. Das ist ein bisschen anders. So.
Alles klar, wir sind durch mit der Charaktererstellung. You seated yourselves and called for a stein of the finest mead. Your partner, Ranny, is in a particularly good mood. Das wollte ich machen. Quaffing the bar's spirits buoyed your spirits. When things are lively, Ranny will recount a certain tale. You were an adventurer, just starting out, and didn't know right from left. It was then that you first met. Genau, da haben wir Ranny getroffen. Alter Schwede! Das Basic Tutorial geht los. Das Movement. Okay, wir müssen laufen. Oh, das ist hier sogar mit Tiefe drin. Herrlich. Und wir können springen. Wow, er macht ein Salto-Netzwerk, alles klar. Dash. Ich bin nicht da. Und Evade. Wo bist du? Ja, vielleicht noch. Nacheinander? Ja. Da! Ich mach ihn fertig! Was muss ich machen? Normal Attack! Alles klar. Success! Aerial Attacks, okay. Du hast ihn doch gerade schon. Ja, der will noch mehr. Alter, der Bauchklatscher! Nice! Ich hab keine Ahnung, das okay. Das ist deine Klasse, ja. In the air! Achso, okay, warte. Smackdown, ja, ja, jetzt BATS! Das war der Smackdown, der Bauchklatscher aber. Hab ich nicht getroffen, jetzt aber. Oh, sehr schön. Nochmal? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich muss ein bisschen Abstand halten, dann springe ich über die Gegner rüber. Guck mal, das mache ich, genau das mache ich. Oder so. Ach, den hier wollte er haben. Nach unten und. Genau. Jetzt darfst du die greifen. Jetzt. Und rumschleudern. Mit dem, huh? And push it to throw, okay. Okay, das war falsch. Ich stehe über ihm. Ich stehe über dem Ding. Was ist das hier? Achso, oben, okay. So, ja, jetzt gehen wir hier spazieren. Und jetzt so. Wie sexy, Mann. Hold down. Okay. Hold down, pump. Activate, pump up. Okay. Gleich verwandelt er sich. Gleich kriegt er blonde Haare. Der Power Smash. Okay. When you have a weapon that you have stabbed in the ground cannot be used until the axe over. Aha, okay, aha. Ich habe meine Waffen weggepackt. Das ist scheiße. Jetzt kann ich nur mit einem Special equipment, just as crossbows can be. Okay, press pick up. Okay. Von Gegnern, oder? Ja, vielleicht kann ich die Waffe jetzt aufheben da. Ja. Ja, nice. Juhu! Zieh dir das rein! Nein, nicht rutschen. Die ist alle. Wie nochmal hochgehen. Der Attacke ist ordentlich. Der geht ab, der Kollege. Okay, alles okay, alles klar. 300 Leben hast du anscheinend. Ja. Heal Potion? Da ist die Heal Potion. Noch unten. Use Heal Potion. Sehr lecker. Der Cooldown ist da, natürlich. Und wir gehen da rein. Ich mal. Wir suchen den Matze, das ist unsere erste Mission. Scheinbar ist er in der Kiste versteckt da vorne. Nee, da ist nur Essen drin, scheinbar. Ja, du darfst einen Apfel essen. Ich darf das Tutorial nur alleine machen. Okay. Ah, okay, wie Street of Rage. Er frisst einfach mal. Apfel heilen. Ach, ich muss stehen bleiben, dann frisst. Okay, alles klar. Der Zwerg kann nicht im Gehen essen. Die Tür einschlagen wahrscheinlich. Nee. Shall I open that door for you? The rogue Ranny inquired, after appearing from out of nowhere. He thought that it would be a simple matter to take advantage of your naivety and pocket some coin. Er ist ein Verräter. Der ist ein ganz böser Bube, glaube ich, hier. But you can order Ranny the Rogue. Ja, dann einer muss die Tür aufmachen. Move the finger. Ach, mit dem rechten Sticker hat man hier so in die Hand, okay. Und? To open the door, move the cursor. Also. So. Und mit L1 kann man dann da befehlen, die Tür aufzumachen. Level 1 Humanoid. Er ist ein Humanoid. So. Bin ich in der Truhe? Vielleicht. Ranny kann mir auch das Ding aufmachen. Okay, Ranny. Ja, er ist wahrscheinlich. Also er folgt mir einfach. Okay. So eine Art Dieb ist er wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn angeklickt. Oh yes. Dann. Aber ich sehe aus wie aus Stein gemacht, ne? Irgendwie. Wenn ich jetzt hier da. 10 left. Oh, Boss Orc. Oh. Das war der Boss Orc, ne?
Das geht aber ordentlich aus der Welt. Ja. Das ist mal ein anderes Spiel. Pass auf, da schmeiß ich ihn weg wieder und nochmal. Jetzt kommt gleich mein Body Slam hier. Oh, also. Fuck. Gib ihm mit Gewalt, Alter. So. Ich hab's geschafft. Since that point, you've been journeying under mutually beneficial terms. You handle combat, and Ranny handles locks. Okay. You can select with talent. Okay, yeah. Was ist da unter Optionen? Die gleichen? Ja, wahrscheinlich, ne? Change control sound settings. Okay, ja. Ja, gut. Choose a character control, you can edit the name to pick. Ja, Leaf Tavern, das wollen wir testen, ne? Ja, sorry an die nicht englisch begabten. Aber anscheinend gibt es keine deutschen Untertitel. Wir können auch japanisch aussehen, wahrscheinlich. Also. Die sind wir alle nicht begabte, ne? Ja, unterschätzt die ja, Zuschauer. Vielleicht, nicht. Ne? Ja, eigentlich. Große Zuschauer-Fangemeinde in Japan. Da bin ich. Like many of your fellows. You strove to challenge the dangerous labyrinths here. The labyrinths were every bit as perilous as you'd heard. You don't currently belong to the guild. I recommend registering. You can get jobs there and learn skills. Yes. Oh, warte, warte. Wir können zur Abenteuergilde gehen. Siehst du mal. Let's go. Hey! Mats, ich nehme dich mit zur Abenteuergilde. So, komm, ab zur Abenteuer. Hey! So, jetzt komm. Müssen wir aber in einer Mission drauf achten. The Guildmaster, Samuel Joseph, stands in the center of the guild hall like a statue. Das ist cool. Das ist Samuel Joseph, ist das ein typischer Name? He appraises you with a look and dismissively states that only worthless adventurers leave their equipment in disrepair. Ein bisschen so herabblickend an, ne? Der Kerl merkt man schon, ne? Er oben mit seinem kleinen Kopf da. Your travels thus far have left your equipment positively thrashed. You resolve to rectify that before returning. Du vielleicht schon zwei wegen. The Guildmaster directs you to Morgan's Magic Item Shop. The magician is even able to repair magical equipment. Okay, der Magic Item Shop. Um die magischen Sachen zu reparieren. Jetzt können wir den Item Shop. To be deemed worthy by the Adventurers Guild, you must first repair your broken equipment. Hast du nicht eine Karte? Ich drück mal Select. Passiert nichts. Start. Ich kann nicht Start, bringt auch nichts. Wie? Haben wir keinen Start? Menü? Vielleicht jetzt nicht in diesem Modus. You conquer a labyrinthine set of stairs. Ja, hier sind wir öfters, glaube ich mal, in diesem Shop. Shopkeeper. Ich bleib hier einfach auch die Nacht über meistens. Das ist Morgan Leasley. Die Shopkeeperin und Hexe. There is no objects repair which does not fall under her purview. From ornate magic staves to rusted axes. Ja, sie hat hier verrostete Äxte für uns, das ist gut. May I help you? Ja, ich hätte gerne meine Ausrüstung repariert, gute Dame. What would you like? Ich hätte gerne meinen kurzen Hammer repariert. Was ist das? Den Short Hammer. Situationskomik gerade, meistens genau. So. Adventurers come here not only for repairs, but for appraisals and to purchase magic items. Ja. You will visit Morgan often. Wie ich sagte schon, richtig. Ach, das war schön bei ihr gerade. Weil sie Hammer repariert. Richtig. So. Oh, jetzt ist das Startmenü. Jetzt ist es okay. Okay, jetzt können wir starten. Your equipment is now unmarred. You should return to the guild and see if the guildmaster deems you worthy. Okay. So, Gilde. Echt? Ja, aber was war da hier? Ja, du kannst Equipment gucken, du kannst da... Short Bow. Du hast den kurzen Bogen, ich hab die kurze Axt. Was gibt's hier noch? Items, ja. Skills können wir noch nicht angucken. Wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, okay. Ah, okay. Skill Points 1 aber trotzdem noch. Ja. Schon.
So, und jetzt kannst du ja mit Square-Taste kannst du rennen. Du springst genauso schnell wie ich renne, das finde ich auch gut. Once again, ich bin einem Bund. The Guildmaster Samuel Joseph stands in the center of the Guild Hall, like a statue. Once again. With your equipment now in tip-top condition, you request to join the Guild. Ah, okay. Samuel issues you a test of skill. Den Test wollen wir bestehen, ne? What will you do? Nein. Eigentlich sind wir überqualifiziert, oder? Eigentlich schon. Aber wir testen Training können wir gebrauchen. Warrior named Roland. Samuel says that you can find him in the ancient temple ruins. Ja, dann suchen wir Roland mal. Wer weiß, ob das nicht uns irgendwie unsympathisch gemacht hätte und er hat uns trotzdem auf die Mission geschickt. Vielleicht, ne? Select ist die Karte, da hast du die doch. Und da müssen wir hin, weil wir können nichts anderes machen. To prove your mettle for the Guildmaster, you head to the ancient temple ruins to assist the warrior, Roland. Hi. Moin. Das ist schon schön. A magic gate was recently found in the ruins on the outskirts of town. Use that to reach your destination. That really hurts. Hör doch auf, den Guten zu hauen, der macht uns die Dinger auf hier. Er hat gesagt, lass das jetzt. Ich will dich nie wieder mit aufreisen. Ah, so ein Ding macht sie. Du machst diesen Bauchklatscher, ich geh mit den Füßen voran. Der Füßklatscher. Genau. Wo sind wir denn jetzt? Alter Schwede. Boss, Fragezeichen, Level 1. Level 1. Solange da Level 1 steht, ist alles gut. Level 1 sind wir gerade, das passt. Many things lie within the ruins of the old Elysian Temple. Some present, ja, guck, das gibt's zum Beispiel far less so. Weil habe ich vorhin auch für is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. You liberated a fairy that was trapped in a cage. Wie kann man nochmal greifen? Ich greife ihn mit Steuerkreuz nach oben und. Achso, dann müssen wir ihn nicht wieder mit auch machen. Ja. Steuerkreuz nach oben und dann kommt er. Hier. Ja, so schief hier. Und der Kombo ist das vielleicht. Alter, hab ich ihn zerfetzt gerade in der Luft? So. Du läufst weg vor uns, ne? Er hat Angst vor mir, weil ich ihn verprügelt habe. Ja, aber das kann nicht sein. Warte mal. Ja, aber jetzt hier. Ich mache schon. Hey! Wie war das nochmal? Er sammelt alles auf. Ach so. Warte mal, wie kann man... Ah, komm einfach her, rüberlaufen. Komm her. Cool. Ey, ich wollte meine Falle. It's my turn. Wo ist die Falle? Nein, ich habe nur 8 von 10. Okay, komm. Glaube ich. Krasses Level-Up haben wir jetzt erreicht, hier beide, oder was? Wenn du bei Treasure Chest, you will obtain ranked up equipment. Okay, that's your turn. Ah, okay. Nach dem Dungeon geht das ab. Jetzt treffe ich dich. Nee, weil ich ausgewichen bin. Katzenartige Reflexe. You have made your way to Roland. Oh. At the Guild's behest, he is looking for adventurers who went missing in the ruins. Roland, der Baba. For you to pass your Guild exam, you must help him. Roland tells you to search in the ruins that are submerged in water. Schnarcht er? Ja, das hört sich so an, ob er schläft. Chuck Norris. He tells you to bring back their bones if they are found dead. Okay, wenn wir Tote finden, die Knochen zurückbringen, natürlich. Oh, eine Schlange! Oh, shit! Bauchklatscher ab jetzt hier. Sehr gelenkig hier. Soll ich mich drum kümmern? Oh, I can do that. Ah! I got it! Kann ich überhaupt nicht mit. Oh yeah! Das ist ein Apfel. Sehr gut. Ich will den Apfel essen. Was tust du da? Ja, ich. Da hat irgendwas geleuchtet da. Ja, jetzt ist es später. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja. Oh, eine Riesenspinne! Wo ist sie? Sie ist tot. Nee.
Ja, zu einfach. Jetzt ist sie down. So, wo ist denn die Ball hier? Ja. Outstanding. Oh, yes. Simple. Oh, my. Cool. Die, was die Ränge bedeuten, weiß ich jetzt noch nicht, aber... Rang B ist ja jetzt mal nicht so schlecht. Oh, gut, dass ich geplant habe. Oh, ich sehe, das habe ich gar nicht gesehen. Ich denke jetzt, okay, alles klar. Alles umschießen. Ja, klar, aber die Pfeile sind für dich dann wieder auch in die Pfeile eigentlich? Ja. Ich habe hier 10 von 10. Ach, du hast 10 von 10. Der Elbow Drop gerade. Ah, okay. You have found the bones of a missing adventure. Ich bin vorbei, aber die ganze Zeit. Ich fress gerade. Sometimes the dead have been known to leave behind a message right before they perish. Ja, nächsten irgendwie Apfel habe ich. Also ja. So zwei Missionen gefunden irgendwann. Nee, der ist einfach permanent ergangen. Ab durchs Wasser. Wenn diesen Elbow so leicht gerade übers Wasser. Mal hochheben. Also, noch einer. Oh! Ich schmeiß ihn einfach auf und dann, wie ich besser sehen kann. Ja. Wie elegant, wie ein Ziel, der durchhändet. War das gerade Pfeile, die da mit hat? Ja. Oh, ein Boss! Eine Harpie! Ich hab einen Stein! Scheiße! Das geht ja ab. Alter! Und das müsste kaputt hier. So, ich bin der mega Steinwurst, pass auf. Zack. Body Splash hier, zack. Der Zwerg war mal Profi-Wrestler, wie man sieht. Jetzt hab ich ja. Wie lädst du auf? Was machst du? Schieße. Fällt einfach mit Verrat zurück. Ach, cool, ich kann ja Dinge machen. Jetzt habe ich meine Waffenfeilen gelassen. Ich weiß nicht, wie der Kette heißt. Das ist ein Effekt, das war. Waffenfeilen lassen. Ja, habt ihr es gedauert? Haben wir sie geschlachtet? Epische Musik. Nests, similar to this one, spread throughout the area. You exit the area, taking care to avoid drawing the attention of any other harpies. Sehr gut. Wir haben dreimal B, einmal C, einmal E. Wir werden irgendwann rausfinden, was vielleicht seltene Items drin. Genau, vielleicht. Jetzt können wir hier. Eineinhalb Level. Du auch, sehr gut. Okay, wir können die jetzt hier, was können wir die jetzt identifizieren oder was meinst du mit Claim? Ah, jetzt können wir ja entscheiden, was wir dann machen wollen, Appraise oder Sell, ne? Ja. Ich würde so eine Axt gerne mal hier anklicken. Ja, eine Axt. Die B, Rang B am besten, würde ich sagen, ne? Ne, Hammer steht da, ne? Hammer. Aber, ja, ich klicke das mal einfach an, was können wir machen? Appraise? Ja, Appraise. Die Heavy Axe. Heavy Axe Kadirühhammer. Sehr gut. Was kann das? Ein Amulett für alle? Wollen wir das auch nochmal packen? Das oder? Letzte könntest du verkaufen. Das hier? Ich glaube, das ist ja für die. Ja, ist für den für Magier. Magier. Und das ist für Handschuhe für Zwerge und sowohl als auch. Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn die für mich. Nee, aber du kannst das Amulett haben. Ist für alle. Wir können es aber was gönnen hier, ne? Kostet die Welt, sagen wir. So. Und. Genau, wenn man einmal draufklickt, dann ist es so. Und jetzt können wir das. Aber wir müssen das wirklich. Die Appraisen quasi identifizieren, dann können wir das verkaufen. Ja, gut, dann müssen wir das eh. Aber ich will das nicht. Was können wir hier weiter machen? Ah, nee, da oben? Sell mit Dreieck. Guck mal, da oben, habe ich übersehen. Da oben rechts steht es ganz klein.
Ja, das kostet ja auch viel. Ja. So, Obtain ist wahrscheinlich dann haben wollen. Okay. Und dann können wir jetzt Select irgendwas drücken. Jetzt bin ich rausgegangen. Das ist gut. Sehr gut. Das ist sehr gut gewesen. So sollte man es nicht machen mit Ich habe einmal zu viel gedrückt, verdammt. So. Können wir jetzt, okay, genau, Startmenü. Willst du anfangen? Dein Amulett mal anziehen. Report your work to the Guildmaster. Genau. Tu es. Equipment. Nee. Armory. Und ein Accessoire. Den Healing Fang. Guck mal, hast du da. HP Recovery, Ice Resistance, Magie Resistance. Sehr gut. Kann ich denn dann. Da oben? Was kann man da oben? Kann man irgendwie. Mit X? Es geht gar nichts. Kann man das mal angucken da oder was? Dann geht doch mal zu Equipment. Geh mal runter, genau. Geh mal da irgendwo drauf. Geh mal ganz mit X drauf drücken. Genau da oben jetzt. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir in Ruhe machen können erstmal. Oder? Hey! Nicht an. Nicht ausziehen. Nee, nicht ausziehen. Ja, machen wir mal in Ruhe. Ja, ich würde sagen, wir begrüßen euch beim nächsten Mal. Couch Core PS3 Dragon's Crown frisch equipped, wenn wir es rausgefunden haben. Hoffentlich. Ja. Gefällt das Medaillon? Bis dahin abonniert, daumiert, kommentiert und. Was sagen wir am Ende? Wieder schauen, reingauen!